Hallöchen. Hallo. Entschuldigung für den überschwänglichen Gruß. Ich freue mich einfach, dass Sie da sind. Ja doch, es ist schon schön, jemanden so strahlend zu sehen, wenn er bei mir reinkommt. Ja, es ist häufig ja so, dass die Leute dann eventuell auch noch am Handy sind und alles blöd, alles langweilig, alles doof. Vielleicht ist auch noch irgendwas passiert, wenn man bei mir reinkommt mit dem Handy. Und ach Gott, ja. Das ist immer so eine Sache für sich. Das finde ich total schade. Aber nun gut, das hat so ein Handygeschäft vielleicht auch halt an sich, muss man ja auch fairerweise mal dazu sagen. Genau. Dabei ist es halt nicht mal das Einzige, was wir hier anbieten, dass wir die Handys wieder auf Trab bringen, sondern wir verkaufen ja auch Handys. Und das ist für mich ehrlicherweise so ein kleines Anliegen auch. Wir verkaufen ja mittlerweile auch alte Handys. Wussten Sie gar nichts von? Das ist schade. Das ist tatsächlich schade, weil das kann ich mir direkt mal notieren. Dann scheint meine Werbekampagne nicht so ganz so gut zu funktionieren. Ja, ich schreibe mir das gerade mal auf, also. Schade drum. Ich habe nämlich extra in verschiedenen Medien Werbung gestellt. Das bedeutet, dass wir eben nicht nur Handys der neuesten Generation verkaufen, ein, zwei Generationen früher wieder taufrisch machen, sondern eben auch alte Handys zu Bestpreisen anbieten, die vielleicht für spätere Sammler auch interessant werden könnten. Ja, ich kann Ihnen das mal demonstrativ zeigen. Hier steht Proband 8 drauf. Was mir das sagen soll, wenn ich ehrlich bin. Ehrlicherweise sagt es mir überhaupt nichts. Was könnte Proband 8 bedeuten? Kenne ich irgendeinen Film, der so heißt? Ich glaube nicht. Kennen Sie einen Film, der Proband 8 heißt? Keine Ahnung. Packen wir mal weg. Zwei-Punkte-Korb. Wo war ich? Ach ja, genau, alte Handys. Richtig, also, wir haben eben auch ältere Generationen der verschiedensten Modelle, ob jetzt Apple, Samsung, wir haben noch alte BlackBerry-Handys, alles. Soll ich Ihnen mal zwei, drei Beispiele zeigen? Gerne, ich bin da jedes Mal richtig aufgejuckelt, ich freue mich total, wenn ich die Ihnen zeigen kann, weil das sind schon schöne Dinger, das sind einfach auch irgendwo so ein bisschen, was ist jetzt in meinem Handy gerade los? Ich kriege gerade Nachrichten von meiner besseren Hälfte. Oh oh, das gibt nachher wieder Ärger. Ja, das ist... Oh Gott, was mache ich hier mehr? Gott, oh 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 Gott. Ich muss mal eben kurz hier schreiben, ja. Ich glaube, ich habe da ein Problem. Okay, so. Ich hoffe, ich habe das erstmal ausgemerzt. Also, oh Gott, ich glaube, ich mache heute Überstunden. Ich zeige hier mal ein paar Beispiele. Also, ich nehm mal zum Beispiel das Handy hier, ja. Das hier ist ein
iPhone 6S. Das iPhone 6S. Und es funktioniert noch. Ich bin entzückt. Wir haben hier das iPhone 6S und wenn man sich das mal anschaut, das ist qualitativ immer noch in optimalen Zustand. Auf jeden Fall. Und das Schöne ist, für diese Handys haben wir nicht nur eben das Handy, sondern wir haben auch noch auf der einen Seite die Hüllen. Das bedeutet, dass man die auch noch schön einpacken kann. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch die Verpackungen davon. Das bedeutet, die Handys kommen in einer Originalverpackung dann für sie an. Das ist das Coolste eigentlich. Ich liebe Handyverpackungen. Also da bin ich gern ein kleiner Suchti. Ich liebe es einfach, das auszupacken. Oh. Bestes Gefühl. Das würde ungefähr 249 Euro machen für einen neuen Akku reingepackt. Da bleibt dann die Garantie, weil offiziell lizenziert und sowas. Gerne. Sehr gerne. Jawohl, ich komme einfach gleich zu Ihnen. Ich erkläre der lieben Person noch ein bisschen was und dann würde ich zu Ihnen kommen. Wenn Sie möchten, schauen Sie sich ja mal um. Wir haben auch mittlerweile alte Handys. Ich weiß nicht, haben Sie die Werbung gesehen? Nicht. Schade. Okay, ich komme gleich auf jeden Fall zu Ihnen, okay? Wunderbar. So. Wieder eine Person, die meine Werbung nicht gesehen hat. Schade. Genau, also ich muss ja gestehen, ich liebe die Verpackungen. Sehr sogar. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Hier haben wir das iPhone 6S eben. Genau. Das iPhone 6S. Oh, wenn ich es schon höre. Ja. Oh. Ich wollte gerade sagen, da geht mir einer ab, aber das wäre irgendwie ein bisschen weird. Aber ich feiere es auf jeden Fall. Ich finde sowieso insbesondere Apple hat es drauf. Wenn man sich das alleine mal anhört, die klingen schon so gut. Es gibt Leute, die bevorzugen die Variante und sagen, Kopfhörer mit Kabel finde ich immer noch besser als ohne Kabel. Ich persönlich kann beides mögen. In den meisten Fällen präferiere ich persönlich aber ehrlicherweise die kleinen.
kleinen freundlichen Dinge des Lebens. Weil das Kabel nervt sonst einfach. Außerdem ist die Qualität besser. Aber gut, das kriegen sie auch bei uns. Auch die ersten Varianten noch. Aber das ist natürlich nochmal was anderes als ein Handy. Offensichtlicherweise. Das sind Kopfhörer. Genau, aber die sind auf jeden Fall auch dabei. Okay. Es ist sogar, je nachdem, welches iPhone sie bei uns kaufen, so, dass es eben nicht diese Kopfhörer-Variante ist, sondern noch die mit Nöppelchen dran, also mit Gumminoppe, die ins Ohr geht. Richtig, ja, ja. Das ist ja auch legendäre Vergangenheit, würde ich behaupten. Upsala, ich hoffe, das war nicht zu laut für Sie. Entschuldigung dafür. Genau, genau, aber das ist nur ein Beispiel. Also, wie gesagt, ich kann Ihnen ganz viele zeigen. Ich kann Ihnen hier mal das Gegenteil zeigen. Ein kleines altes Samsung. Genau, ein kleines altes Samsung Galaxy. Es ist Wahnsinn, oder? Wenn man sich die Kamera da anschaut. Ich meine, wenn ich mir jetzt einfach mal ein neueres iPhone anschaue, da mit den zwei großen Kameras. Andere haben drei oder vier Kameras, auch die Samsungs natürlich. Und hier dieses kleine Ding, wo man genau weiß, okay, die Qualität wird jetzt nicht die beste sein. Und selbst die war damals für die damaligen Verhältnisse halt ein Hit. Der Vorteil dieses Handys natürlich, beziehungsweise theoretisch von allen anderen Handys außer iPhones, man kann zusätzlichen Speicher integrieren, wenn man möchte. Wenn man möchte. Also, man muss natürlich eine Chipkarte haben, sonst wird es irgendwann schwierig, aber es ist halt anpassbar, ja. Man kann später immer sagen, okay, ich möchte etwas Größeres oder Kleineres haben, ich mache das Handy einfach mal auf hier. Denn das geht ja beim Samsung natürlich. Denn hier kann ich ja, anders als es beim iPhone ist, die Klappe hinten aufmachen. Finde ich immer als tatsächlich selbst Händler, der diese Geräte ja offensichtlicherweise zum Maß in der Hand hat, merkwürdig, weil ich dann ein iPhone nehme und denke mir so, ja, da versuchen wir jetzt einfach so was abzumachen. Viel Erfolg. Genau, das ist halt so eine Sache. Und dementsprechend hört sich das natürlich auch etwas weniger hochwertig an. Ist ja klar, ich meine, das ist ein ganz kleines Stück. Das ist ja super ultra dünn. Okay. Genau, aber was das natürlich mit sich bringt, ist, wir haben hier wunderbaren Zugriff auf unter anderem den Akku. Das bedeutet, hier ist es einfacher, das Ganze auszuwechseln. Wir haben hier eine freie SIM-Möglichkeit und natürlich auch hier die, Micro-SD-Karte, die wir da integrieren können und einfach sagen können, übertrieben gesagt, ich brauche 500 Terabyte, schwupp, rein damit, go for it. Und das ist natürlich schon hilfreich. Und eben, wie gesagt, Batterie. Einfach raus damit. Sie sehen, noch wunderbar im Zustand. Bedeutet, nicht irgendwie auch nur minimal aufgebläht. Kein bisschen. Kein Problem also. Und schon kann man den theoretisch ja auch wechseln. Und ganz ehrlich, der kostet nicht viel. Der ist natürlich
immer ein bisschen schwieriger zu bekommen, weil schon älter, nicht die neueste Variante, aber den kriegen sie relativ günstig. Ich meine, da zahlen sie keine 250 Euro. Weil hier, bei dem müssen sie im Zweifelsfall nur bei uns kaufen, aufmachen, reinsetzen, Klappe wieder drauf, fertig. Das war einfach die ganze Sache natürlich insgeheim, ehrlicherweise, extrem. Ja. So, wenn wir das jetzt fertig machen, einfach hier mal zusammendrücken. Und schon ist das Handy wieder tauglich. Wie gesagt, es hört sich nicht so fertig an, aber das ist Geschmackssache. Auch hierfür haben wir natürlich die Originalkartons. Gar kein Problem, auch alle am Start. Ich habe jetzt, glaube ich, keinen. Keinen hier. Das tut mir leid. Also, ich habe jetzt nur noch das iPhone 7 hier, glaube ich. Ja, das iPhone 7 habe ich noch hier. Ich liebe es. Was? Ja, Bam, ich, keine Sorge. Entschuldigung, ja, ich bin fast am Ende. Geben Sie mir noch 3 Minuten vielleicht und dann würde ich wirklich sofort zu Ihnen kommen. Ja, entschuldigen Sie, dass Sie ein bisschen warten mussten, aber ich wollte einmal wirklich auch alles erklären. Sie wissen das noch gar nicht, ne? Also es ist so, dass wir halt auch alte Handys anbieten, also beispielsweise das iPhone 6 hier. Wir haben aber natürlich auch ältere Varianten, 5, 4, 3 und so weiter. Die kosten natürlich teilweise etwas mehr, auch für Sie da der Hinweis. Insbesondere die ganz alten iPhones sind im Preis doch ziemlich angestiegen. Und dementsprechend zahlt man dann doch schon mal den einen oder anderen Euro mehr. Einfach weil das ein Sammlerstück ist. Ja, genau. Aber für Sie natürlich auch zur Info, nicht nur iPhones. Also wir haben auch noch Samsung, wir haben alte Blackberries, alte Microsoft-Handys, Huawei oder wie sie auch immer ausgesprochen werden. Ich bin mir da selber unsicher. Alles Mögliche im Angebot. Also wenn Sie vielleicht mal sagen, ich möchte zu einem Klassiker wechseln, ne, dann haben wir da kein Problem mit. Das können wir gerne machen. Da haben wir auch immer neue Ersatzteile für. Kein Stress. Und es gibt, da ist mir gerade schon nachgesagt worden, da geht mir einer ab. Wir haben auch noch die Originalkartons. Genau. Und das ist natürlich schon ein Traum. Richtig. Aber ja, wie gesagt, ich komme in 2 Minuten, versprochen. Okay. Gut. Jetzt habe ich Ihnen ja erstmal hier so ein bisschen die Grundlagen von unserem Geschäft erzählt. Wieso waren Sie überhaupt da? Entschuldigung, jetzt habe ich das hier ein bisschen vielleicht ausufernd gemacht, aber ich glaube, man spürt so ein bisschen so meine Leidenschaft auch für diese Handys. Weil im Endeffekt viele verfluchen sie ja mittlerweile, aber im Ursprung sollten die Dinge uns ja echt helfen. Es ist ja an uns, was wir daraus machen. Das bedeutet, dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt eben ein, dass ich sage, ich gehe viel auf Social Media, mache hier und da und das damit. Das ist ja unsere Sache. Das sind wir ja selber schuld, wenn man mal ehrlich ist. Natürlich auch die Betreiber, die das machen, also klar. Aber ich glaube, Sie verstehen, was ich meine, oder? Genau, genau. So, und dementsprechend habe ich da einfach eine große Passion für. Jetzt aber die Frage, wie kann ich Ihnen helfen? Okay, Sie möchten also lieber ein neues Handy haben. Welche Richtung? Okay,
Wären Sie dafür bereit, einfach mal zu schauen? Da sind vorne links alle neuen Handys. Schauen Sie sich die einfach mal an. Ich würde in der Zeit die nette Dame bedienen, ihr mit dem Akku helfen und danach würde ich zu Ihnen kommen, okay? Wunderbar. Wunderbar. Dann bis gleich. Jetzt zu Ihnen.